So, hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück bei Quauni, du bleibst hier. Bei Gefährtenquest 4.0. Gut, lass uns nach Thompson Town deinen nächsten Wüstenteufel jagen. Ich wünschte, es wären tatsächlich nur Wüstenteufel. Also diese Biester, meine ich. Egal, lass uns gehen. Irgendwo hier hat er sich verkrochen. Wir müssen jedes Loch untersuchen. Das könnte eine Weile dauern, bis wir ihn gefunden haben. Wird schon werden. Wie heißt der Kerl eigentlich, den wir suchen? Sein Name ist Bender. Wir nannten ihn auch immer den Trickser. Glücksspiel, Weiber, Leuten das Geld aus der Tasche ziehen. Sowas hatte er drauf. Er weiß schon. Ich weiß nicht. Er weiß schon, dass... Na dann fang mal an zu suchen. Ich bin hinter dir. Oh, guck mal, schwache Gegner. Alter. Okay, jetzt reicht's. Was ist los mit dem? Ob sie sich damals genauso gegenseitig den Schädel eingeschlagen haben? Ganz schön dreckig hier. Nach deiner Beschreibung kein sehr passendes Ambiente für einen Gigolo. Wenn die halbe Welt hinter einem her ist, dann hat man manchmal nicht die Wahl. Wir gehen hier kurz rein, weil ich wissen will, was dieses komische Dornending da ist. Oh, ein Legendary Schild. 3. OG, WHG, Frau Hansen, Austausch ist eine... Schnüffelsticks in der Heizung, Wohnzimmer, Lampe im Bad und Flur wechseln. Herr Samson, Herdplatte defekt, Austausch gegen ein Neugerät, Erinnerung, Kellerschlüssel liegt bei Biernot. Aha, aha, war wohl ein Hausmeister. Das interessiert mich jetzt ganz kurz. Oh! Bender hat also viele Feinde. Auf jeden Fall eine Menge Spielschulden bei ziemlich einflussreichen Leuten. Und er wird hier irgendwo sich verkrochen haben im Keller, wie es aussieht. Die Frage ist, wie kommen wir da rein? Hier haben wir ein Parkhaus. Muss er hier irgendwo ins Gebäude gehen? Wir sollten Bender besser schnell finden, bevor er wieder verschwindet. Untertauchen kann er. Du Witzbold, ich such doch schon. Okay, wir müssen hier irgendwo ins Gebäude wahrscheinlich rein und dann in den Keller. Da oben. Shit. Oh mein Gott, war das Bett. Wann habe ich gespeichert? Wir sollten Bender besser schnell finden, bevor er wieder verschwindet. Untertauchen kann er. Okay, hier. Gott sei Dank. Okay, wir gucken mal vom Haus da drüben, maybe. Oh, schön. Man sollte sich vorher überlegen, zu welcher Tageszeit man seine Vorräte transportiert. Nachts mit einem Karren durch die Gegend zu fahren, ist sehr leichtsinnig, auch für Kleriker. Die Hoffnung, nicht entdeckt zu werden, habe ich ihnen ganz schnell genommen. Die beiden sind mir zwar entkommen, aber dafür haben wir was zu fressen. Wie abgesprochen, habe ich meine Zahl für den Tresor wieder angepasst. Diesen Monat ist es die Nummer 7. Hier haben wir nichts. Hi. Genau. Ich
Weg! Immer die Sungetiefer hier, ey. Ich will mich immer healen, aber wir haben ja passiven Life-Rack. Darauf müsst ihr mal achten. Das ist einfach nur episch. Seht ihr, wie ganz langsam diese Anzeige hochgeht? Da oben liegt noch was. Wo ist der Typ? Es geht ja auf jeden Fall nirgends rein. Da muss er jetzt genau unter uns sein. Ich bin verwirrt. Vielleicht hier unten? Ne, da geht's nicht runter, okay. Hier durch? Nö. Also ich sehe hier definitiv nirgends einen Eingang. Ich glaube nicht, dass die Türen hier öffnen. Ich habe hier noch nie eine Tür gesehen, die man öffnen kann, also... Tja. Schlafsack, okay. Geht's auch nicht weiter. Hä, wie ist das Ding bitte schon reingekommen? Ist das jetzt an mir vorbeigelaufen? Mann! Wo ist der Typ? Kommt ja auch nicht zwischen rein. Da ist vielleicht doch eine Tür öffnen drin, aber... Hä? Was liegt da eigentlich? Ein Teller. Gott sei Dank haben wir das gefunden. Okay, hier definitiv nicht. Das heißt, es muss... Wie wär's mit dem U-Bahn-Schacht hier, hä? Alter. Den musst du halt auch mal sehen, gell? Den musst du erst mal sehen. So. Vorsicht. Sie lauern hier überall. Lass mich in Ruhe. Bam. Guck mal, wie wir einfach wieder full life sind. Wütend. Oh, pass auf. Ich dodge. Ich wehre dich ab. Komm, trau dich. Dann halt nicht. Und ich wollte hätte ich von hinten. Schön. So. Ja, okay, gar kein Problem mehr. Gar kein Schmerz.
Der Stockduster hier drin. Oh, hi. Ich hab die Panzerschrecke für dich erledigt. Sag mal, bist du das, Bulli? Hm? Ja, ist ja der Wahnsinn. Hey Mann, ich hab dich ja ewig nicht gesehen. Wie geht's dir denn? Bist immer noch der Schoßhund vom alten Baxter, was? Ach, halt die Fresse, das weißt du ganz genau. Tja, das ist wohl der Preis für das hohe Amt. Sehr rassistisch, dass wir ihn gerade hier nicht sehen. Hattest du nicht mal gesagt, du seist Baxters rechte Hand? Baxter hat viele davon, je nachdem, wen er gerade am meisten braucht. Er ist einfach... Was willst du hier? Du bist doch nicht etwa wegen mir in dieser trostlosen Gegend. Tatsächlich bin ich das. Ich soll dir vom Duke ausrichten, dass er mit den Vorbereitungen zu eurem nächsten großen Auftrag fertig geworden ist. Das hört sich doch gut an. Was habt ihr noch? Er gab mir ein Passwort für dich. Aha, lass mich raten. Das Kalb geht zum Schlachter, richtig? Wie ich sehe, weißt du schon Bescheid. Dann habe ich hiermit meinen Job erledigt. Warte mal. Scheint so, als hättest du absolut keinen blassen Schimmer, worum es dabei geht, oder? Das stimmt. Baxter hat es mir momentan untersagt, dass ich bei den großen Dingern mitmische. Oh, okay. Das wusste ich ja nicht. Dann werde ich dich auch nicht in Versuchung führen, ha? Besser nicht. Das bringt uns beiden nur wieder Ärger ein. Davon habe ich im Moment schon mehr als genug. Das sehe ich. Du redest von deiner Begleitung hier, was? Lass mich raten, wieder so ein Aufpasserjob? Das ist eine andere Geschichte. Schon gut, ich bin da mal weg. Hab ja was zu tun, nicht wahr? Hau rein, bis denne! Ich hab das Gefühl, dass es gar nicht geht, um Bulli zu töten, sondern... Oder doch? Eigentlich kann es ja nur um Bulli gehen. Oder es geht um uns, dass er uns in die Falle locken will. So. Jetzt, Leute, gehen wir zum Hybriden. Zu Dawkins. Hauptstory weitermachen. Wie hoch ist die Chance, dass uns irgendjemand abfängt und was von uns will? Oh, Nessie sind vorbei. Hi, wie geht's dir eigentlich? Warum bist du eigentlich so selten bei uns im Fort gewesen, Vater? Und ich meine den wahren Grund. Das kennen wir schon. Puh. Ich weiß. Das kennen wir schon, ich dachte... Commander, eine weitere Ortung von Kontrollknotenchips der Skyans. Sehr gut, ich habe schon darauf gewartet. Wo sind sie diesmal? In Ignadon. Ich frage mich immer noch, was ist an der Technologie der alten Welt so interessant für diese hochentwickelte Spezies? Die Antwort gibt uns vielleicht ein weiterer Scan. Bei dir klingt das immer so einfach. Relative Einfachheit. Fehlende Informationen bedeuten, wir können die Frage nicht beantworten. Eine umfassende Analyse bringt Informationen und die Wahrscheinlichkeit steigt, die Frage möglicherweise beantworten zu können. Sag ich ja. Los, lass hin. Jetzt gehen wir der Sache mit den Chips nach. Aufbruch in 3, 2, 1. Orte mehrere Einheiten direkt vor uns. Dann machen wir schnell, bevor sie wieder verschwinden. Oh Mann. Oh Mann. Unglaublich. Gell? Yeah. Ich bin direkt hinter dir, Commander. Oh, Schneebestien. Ciao. Hier waren wir doch vorhin erst. Die Plastikflasche lasse ich da jetzt liegen. Mein Kopf. Nicht jetzt. Ey, lass meine Drohne in Ruhe. Was soll das? Ich muss mich konzentrieren. Wenn ich das nicht in den Griff kriege, passieren noch irgendwelche Dinge mit mir. Machen wir erstmal die Kleinen weg.
Zack. 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 Ist da noch einer? Aua. Oh! Bin mal sicher. Ciao. Vielleicht sollten wir mit ihnen in Verhandlung treten, anstatt sie zu bekämpfen. Jetzt fangen schon die Maschinen an, moralische Fragen aufzuwerfen. Ich glaube nicht, dass es die Möglichkeit hier gibt. Was ist das? Was ist das? Ich will's töten, egal was das ist. Auch hier wurden nicht nur Kontrollknotenchips verteilt. Sie haben auch hier wieder Rechenelemente der Maschinen entwendet. Dann hast du vielleicht recht und sie brauchen wirklich mehr Rechenpower für eine ihrer Forschungen oder zumindest die Ressourcen dafür. Möglich, jedoch basieren ihre Systeme nach meiner Analyse der letzten Tage auf weitaus komplexeren Bausteinen. Dann gibt es für mich nur eine Lösung für dieses Rätsel. Die Skyans sammeln den alten Elektroschrott, weil sie verhindern wollen, dass wir Menschen ihn reaktivieren und ihn gegen sie einsetzen könnten. Analysiere. Möglich. Die strategischen Positionen ihrer Aktivitäten würden diese neue These untermauern. Ja, das stimmt. Wir sollten sie von diesem Planeten fegen, bevor sie noch größeren Schaden anrichten. Neuronale Netzwerke sind Hauptbestandteil der Skyan-Technologie. Das ist sehr effizient. War nicht so gut. Okay, Sie benutzen also lebendes Gewebe für Ihre Informationsverarbeitung? Teilweise. Einige davon sind auch künstlich. Das schließt jedoch in jedem Fall unsere erste These definitiv aus. Interessant. Bin schon gespannt, was du beim nächsten Mal herausfindest. Ich werde dich informieren, sobald ich eine neue Ortung habe. Das Viech. Oh! Oh! Was? Habe ich gespeichert? Oh nein. Dann können wir wenigstens das eine wieder gut machen. Wie wär's damit? So. Easy. Was willst du denn? Umgebungsanalyse. Das hier ist nur eine alte Ruine. Mach dir nicht immer so viele Sorgen, Kleiner. Analyseergebnis. Strukturen mit vielen Winkeln gefunden. Analyse hat eine 78-prozentige Fehlerwahrscheinlichkeit. Empfehlung, Gefahrenstufe anheben, um eventuellen Hinterhalten vorzubeugen. Waffen kampfbereit. Was habe ich gerade gesagt? Er ist eigentlich schon süß. Und wir haben hier drin einen Trank gefunden, obwohl wir es schon mal waren. Ist ein bisschen strange. Aber gut. So, den Heck mal schnell. Zack. Oh, alte Taste. Eins, zwei, eins. Oh, ups, falsch rum. 9, 7, 5, 8. 8, 6, 4, 5. 5, 3, 6, 2. Geht doch. Gell? Ganzer Schmutz nehmen wir natürlich mit. So, jetzt gehen wir zu... Hier waren wir übrigens noch nicht. Ich dachte zwar, wir waren hier schon, aber wir waren noch nicht. Das heißt, wir können eigentlich hier noch kurz erforschen.
Easy game. So. Oder waren wir schon mal? Doch, wir waren hier schon mal. Ich kann mich daran erinnern. Wir haben gegen die Viecher gekämpft. Und hier haben wir auch zum ersten Mal den Trupp gefunden, ne? Markieren waren wir schon. Okay. Weiß ich wenigstens fürs nächste Mal. So, zurück zur Bastion, würde ich sagen. Und wir gehen jetzt zu Dawkins. Und machen die Hauptstory weiter. Kaya kommt auf uns zu. Vergesst es. Vergesst es, wir machen jetzt eine Quest mit Kaya. Und zwar genau 3, 2, 1, jetzt! Du hast mich verarscht! Du hast mich verarscht! Ich glaub's ja nicht. Der hat uns einfach verarscht. Oh mein Gott, wie kommen wir hier rein? Nein, oder? Nein. Sind wir jetzt. Ist das wahr? Was passiert da bei den Klerikern? Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Ah ja, Kalan. Diese falsche Gottheit der Kleriker. Diesen Fluch werden sie nicht mehr richtig los. Ich gehe davon aus, dass du die Sache erledigt hast. Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Was ist schon sicher, wenn es um die Kleriker geht? Aber nun denn. Vielen Dank für diese Nachricht. Bitte, bitte. Hier. Ach stimmt, er wollte mit uns ja weggehen. Die Skyans manipulieren diese Infinite Skies Wahrzeichen der alten Welt. Warum tun sie das? Soviel ich weiß, benutzen die Kleriker einige davon als Wallfahrtsschrein. Komm schon, was sind das für Dinge? Du hast vor dem Meteoriteneinschlag bei der Infinite Skies Corporation gearbeitet. Diese Dinger, wie du sie nennst, dienten damals nicht nur als Wahrzeichen der Firma. Sie konnten auch die Luft reinigen. Das ist natürlich lange her und diese Geräte haben ihre Funktion eingestellt. Ich vermute, die Skyans wollen sie reaktivieren, um das dunkle Elex damit besser zu verbreiten. Sie benutzen also diese alten Maschinen gegen uns, wenn wir sie nicht daran hindern. Sieht ganz so aus. Tja, dumm sind sie nicht. Okay, da würde ich sagen, nächstes Mal brechen wir mit ihm auf. Und machen wir mal Hauptstory weiter, ne? Auf jeden Fall, danke fürs Einschalten. Bis zur nächsten Folge. Falsche Taste.